Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen in Stahlbarts Höhle. Und wir werden jetzt mal weiter losgehen. Mal sehen, wann Patty uns das nächste Hindernis verrät. Okay, Blutwurzel. Der Weg der Gerechten. Mangroven gefunden. Na gut. Habe ich doch richtig gesehen. Ich helfe dir. Ja, dann helf mal. Das ist ein Alligator. Er will mich fressen. So. Endlich haben wir diesen Berg hinter uns. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier besser ist. Ich erinnere mich an dieses Rätsel. Die Hinweise meines Vaters weisen uns den Weg. Sehen wir uns mal in den Mangroven um. Aber sei vorsichtig. Wer weiß, was hier herumkriecht. Ja, der Alligator zum Beispiel. Zusammen packen wir das. Da war noch ein zweiter Mann. Den habe ich jetzt nicht gekriegt. Okay. Lenk ihn ab. Den zweiten, den hatte ich jetzt nicht gleich gesehen auf Anhieb. Aber sieht hier so ein bisschen interessant aus, als wenn man hier nochmal irgendwie eine versteckte Kiste findet oder so. Aber leider, leider nicht. Oh. Ich traurig. Keine versteckte Kiste für mich. Ich brauche doch dringend Gold. Ich möchte doch noch so viel mit Pistolen lernen. Und das Voodoo-Ritual, nein, Voodoo-Ritual jetzt nicht, aber Tränke herstellen. Oh, versunkener. Was, nur einer? Ja, das ist ja nicht so schlecht. Ach halt, du hast ja immer noch. Halt. Nein. Ich will die Axt. Danke. Pokal, Knochen, kleiner Goldbeutel, Trank. Immerhin was. Dann wollen wir mal weiter. Ich habe da schon den anderen Versunkenen gesehen gehabt. Auch du lernst Bekanntschaft mit meiner Flinte. Diese alte. Mensch, ich will doch looten. So, Axt. Und diese alte, und jetzt hatte ich sie natürlich unterbrochen. Nehmen wir uns erstmal das Gold mit. Nur weil wir es können. So, jetzt geht es einmal nach rechts und einmal nach links. Das heißt, wir müssen so teilweise den Hinweis entschlüsseln. Oder auch nicht. Ich helfe dir. Und Schuss. So, wieder ein bisschen was essen. Irgendwas Heldiges haben wir gefunden. Na gut. Aber hier drüben war nur ein Alligator. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite weiter. Schauen wir mal. Sieh mal, eine Zwillingspalme. Soll das jetzt etwas bedeuten? Scheinbar ja. Gut, schauen wir mal. Nee, nicht Seekarten, sondern Inventar. Müssen wir halt wieder ganz runter scrollen.
Wo haben wir es denn? Tagebuchseite 3. Zum Schlüssel. Am Totenkopfpfahl nach Süden. An der Zwillingspalme nach Norden. Am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. Am Monolithen nach Süden. Das heißt, Richtung Norden, also wir müssen jetzt hier Richtung Süden gehen, um nochmal zusätzliche Alligatoren zu finden. So. Gleich wieder nachladen. Dann nehmen wir dich einmal mit. Müssen aufpassen, dass da noch ein zweiter ist. Ja, doch, ist einer. Ah, Pistole war noch nicht ready. So, dann gib mir mal deine Zähnchen. Okay, aber hier hinten ist sonst nichts weiter. Nur noch Fische da unten. Da können wir ja sowieso nicht lang. Das heißt, wir gehen jetzt in die richtige Richtung. Und dann am Grab war das wieder nach Norden. Das heißt, hier müsste jetzt irgendwann ein Grab kommen. Dann gehen wir wieder Richtung Süden. Ich denke mal, dass hier ist... Dieses Grab ist bestimmt ein weiterer Hinweis. Ja. Laut den Notizen deines Vaters müssen wir hier zweimal entlang. Zuerst müssen wir den Truhenschlüssel finden und danach den Schatz. Gut, dann los. Okay. So, Amulett, ein Trank. Mensch, selbst die Gräber sind hier gut bestückt. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal in die andere Richtung. Auf der Suche nach Ruhm und Ehre. So. Dieser Monolith scheint der letzte Hinweis zu sein. Ja. Jetzt habe ich mir aber nicht gemerkt, wo wir denn nach dem Monolithen hin müssen. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass ich zur richtigen Seite laufe. Egal, danach machen wir dann halt eben noch Rundtour. Weil das ist hier schon der Friedhof, der erwähnt worden ist. Oder? Ja, das ist schon der Friedhof. Das heißt, wir sind ausnahmsweise richtig gelaufen. So ein Mist. Ich wollte doch verkehrt laufen. Aber er hat doch gesagt, Norden... Na, gucken wir mal. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal vom Grab aus Richtung Norden. Weil wir müssen ja sowieso erstmal den Schlüssel finden. Das heißt, wir sind ja hier eigentlich schon teilweise richtig. Okay. Und bums. So, deine Axt. Achso, da liegt er. Na, sind noch mehr Versunkene. Ich hole mir hier noch schnell die Markibeere ab. Und ich glaube, da vorne hat was. Ich bin bei dir. Da vorne hat ja jetzt nicht ausgehen lassen. Okay. Machen wir erstmal weiter hier mit Loot-Tour. Bin manchmal auch ein bisschen zu ungeduldig. Ah, Truhe. Mit Falle. Nein? Okay. Meine Truhe. Mein Schatz. Klappt doch.
Fluchpuppe Fackel rum. Okay. Hier haben wir noch eine Fluchpuppe. Gehen wir nach hinten. Das sieht nach Schatzkarten aus. Alter, wie viele Schatzkarten hier rumliegen. Was war das denn jetzt? Okay. Ja, keine Ahnung. Ich muss mit Hilfe von Stahlbarts Hinweisen einen Weg durch Mangroven finden. Die Mangroven, hinter... Hier irgendwo in diesem Labyrinth befindet sich der Schatz. Ramseys Grab, Grab, Grab. Okay. Ja, wollen wir mal gucken. Irgendwo hier muss ja dann das X sein. Das wird mir ja nicht angezeigt auf der Karte. Zumal wir haben ja jetzt auch dank den Schatzkarten eine Karte. Wir haben den Schlüssel. Na, wenn wir aufmerksam genug suchen, dürften wir den Schatz doch heben können. Wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. Gehen wir erstmal hier lang. Weil wir wissen ja, auf der anderen Seite ist ja... der Friedhof. Na gut, dann wollen wir mal. Und tschüss. Dann wirst du halt erschossen. Böse Riesenkrabbe hier. Wir suchen hier einen Schatz. Wir lassen uns doch hier nicht aufhalten. Ich bin bei dir. Das sind zwei Alligatoren. Okay. Na, komm. Hoppala. Au. So. Aber sowas von Mistviecher. Gut. So, dann mal, bis man die Alligatoren ein bisschen looten darf. Sah erst nach einem X aus, ist aber kein X gewesen. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Schon ein X gefunden hätte. Okay, hier liegt auch irgendwelches Gerippe rum. Man, gut, dass wir schon so hohe Gerissenheit haben. Und ich mir hier gerade keine Sorgen machen brauche, die Truhen zu öffnen. So, ein Säbel, eine Fackel, Grog und drei Gold. Gehen wir jetzt hier mal lang. Esse ich nochmal kurz was. Müssen ja jetzt gleich eigentlich wieder beim Monolithen sein. So, jetzt gehen wir mal den Weg geradezu hoch. Weil bis jetzt habe ich noch kein X oder so. Der gleiche. Ah, Mist, hat nicht gereicht. Alligator Jack, 20 Punkte. Okay. Waren wir Alligator Jack? Hier irgendwo was? Nee. Gut, dass wir uns hier gründlich umgucken. Weil ich finde hier eine Truhe nach der anderen wenigstens, aber nicht das, was wir eigentlich suchen. Grog, Trank des Diebes,
Schwertrohlinge. Sehr gut. Die können wir wieder in dickes, dickes Bündelchen Gold umtauschen. Denn wir sind ja Schmied. Aber ich hätte auch nichts gegen Pistolenläufe oder so. Hätte ich auch nichts dagegen. Gut, ich gucke jetzt nochmal. Also Mangrovenbäume sind ja hier. Können jetzt noch einmal hier rumlaufen. Weil ich glaube, beim Grab sind wir dann halt schon falsch abgebogen. Es muss ja hier irgendwo eine Markierung geben. Für die Mangroven. Wo man dann den Schatz verstecken hätte können. Oder das ist nachher doch ziemlich simpel und ich bin einfach nur blind oder so. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbeigelaufen. Weiß es nicht. Ja, aber so tief im Wasser. Ja gut, wir hatten ja auch schon mal eine Wasserschatzkarte, also an dem hätte es ja nicht liegen können. Jetzt hier aber auch nicht zu schnell durch. Dann hat er aber auch mehrere Schatzkarten versteckt, also Schätze versteckt. In dem Sinne. Das rote X, das hätten, wir haben ja schon so viele Schätze mal gemacht. Das hätte man eigentlich schon längst sehen müssen. Wenn es hier irgendwo gewesen wäre. Ist ja richtig auffällig eigentlich immer. Na, schauen wir hier hinten nochmal in der Ecke. Und hier ist auch nichts. Jetzt sind wir gleich wieder fast beim Anfang. Doch weiter weg, als ich gedacht habe. Ja, gut. Weil hier hinten ist jetzt auch nichts. Kein X oder so. Wo man hätte was verstecken können. Moment, hier hinten. Die Stelle kam mir sowieso zu Anfang so sonderbar vor. Och man. Hätte ja sein können. Sind wir den ganzen Weg zurückgelaufen und haben den Schatz trotzdem nicht gefunden. Tja. Gut. Wir haben ja den Schlüssel, wir haben die Schatzkarten, das dürfte uns ja nicht entfallen. Rennen wir jetzt den ganzen Weg halt wieder zurück. Aber ich hätte schwören können, er könnte jetzt hier irgendwo auf dem Weg gewesen sein. Ich hätte mich danach geärgert, wenn ich jetzt hier nicht nachgeguckt hätte. Aber ab und zu ist es doch ein bisschen simpler als, ja, erwartet. So, wir sind bei den Zwillingsbäumen. Und laufe jetzt wieder in die falsche Richtung. Stimmt, ich muss ja hier bei den Zwillingsbäumen, muss hier da lang. Das ist auch kein X, ne? Nee. Sah erst nach X aus. So, haben wir hier das Grab. Dann kommen wir hier zum Monolith. Dann gehen wir mal zu den Gräbern. Die hier vorne aufgemalt sind. Hier hinten irgendwo vielleicht was? Ne. Keine Xe. Nur hier sind Xe. Eins. Zwei. Endlich. Jetzt haben wir es fast geschafft. Wir müssen nur noch das richtige Grab ausbuddeln und wir sind am Ziel. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Du bist doch der Rätselexperte. Sieh dir einfach mal die Gräber und den letzten Hinweis von meinem Vater an. Die richtige Truhe. Okay, wir speichern einmal. Und dann gucken wir mal die richtige Truhe. Das heißt,
die ganzen Karten hier. Okay. Gehören mit dazu und ich habe den ganzen... Ich dachte, das dann... Na gut. Schauen wir nochmal nach dem Hinweis. Nur der Hinhalt eines Grabes ist kostbar. Die anderen sind tödlich. Vermerk. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Ja, da steht aber nichts drin, ne? Oder Seite 3? Zum Schlüssel. Am Totenfall nach Süden, an den Zwillingspalmen nach Norden, am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück, am Grab nach Süden, am Monolith nach Süden. Das ist auch nur eine Wegbeschreibung. Der Schlund der Erde ist tödlich, nur wer den rechten Weg kennt, wird bestehen. Ja, das hatten wir ja auch schon, aber das hilft uns ja auch nicht weiter. Okay, gucken wir mal ins Logbuch. Steht da was? Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsort seines Grabes sehen. Ich muss herausfinden, welches Grab das richtige ist. Stahlwar hat sicher auch hierfür einen Hinweis hinterlassen. Strings. Wallace. Ramsay. Ja, aber ohne den Hinweis wissen wir es ja gar nicht. Einfach drauf losgraben bringt uns ja auch nichts. Habe ich irgendwas übersehen? Haben wir irgendeine Notiz von ihm? Passierschein, ja, dann darf ich zum Hohen Rat. Das hilft uns auch nicht. Ha. Ja, Cruz haben wir ja schon gerettet. Das ist auch nicht richtig. Ja, bleibt ja eigentlich nur Seite 4. Aber das ergibt keinen Sinn. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Die anderen sind tödlich. Ich weiß gerade nicht weiter. Du hast alles, was du brauchst. Mehr Hinweise hat mein Vater nicht hinterlassen. Aber ich verstehe das Rätsel nicht. Du hast doch sonst auch immer alles verstanden. Lies dir nochmal genau den letzten Hinweis durch. Und dann vergleiche ihn mit den Namen der Gräber. Die Lösung ist bestimmt genau vor deiner Nase. Wir haben aber keine... Wir haben keinen Hinweis mit den Namen. Oder doch? Und ich sehe es einfach nicht. Oder kann ich hier irgendwie blättern? Nee. Ich kann halt nur aufrufen und... mehr nicht. Ich habe diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Zum Schlüssel. Vom Schlüssel. Nee. Der Schlund der Erde ist tödlich. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Um mich schon zu wissen, müssen wir Starwards Rätsel lösen. Seine Tagebuchseiten sollten uns dabei helfen. Ich glaube, hier ist irgendwas nicht richtig. Ich habe doch keine weiteren Tagebuchseiten, oder? Gucke ich vielleicht an der falschen Stelle und ich habe die hier irgendwo weiter unten? Hm.
Gut, gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt irgendwas ausgraben. Ich werde jetzt einfach mal speichern. Vielleicht können wir sie ja alle ausgraben. Und vielleicht sind da jetzt noch irgendwelche Hinweise. Weil ich komme da jetzt nicht drauf sonst. Okay, Kiste gibt's schon mal. Ganz schön schwer. Okay, wir können alle ausgraben. Ist das nicht richtig? Oder sind das jetzt vielleicht zusätzliche Schätze und ich mache mir jetzt hier umsonst die Hose? Dann wollen wir doch mal sehen. Okay. Gut, können wir hier nochmal öffnen? Graben wir sie halt alle aus. Und gucken wir nach, ob da jetzt irgendwo was bei ist. Ja, wie gesagt, ich habe ja keine Namen. Also, die Namen Wallace und ähnliches, die haben wir schön schwer. Vielleicht muss ich die jetzt auch alle ausgraben, damit dann halt, ne, man entscheiden kann. Gibt ja auf jeden Fall schon mal immer Ruhm, weil wir jedes Mal eine Schatzkarte kriegen. Vielleicht steht auch gleich nochmal was im Log. Das werden wir gleich sehen. Komm schon! Okay. Gut, im Log steht nichts. Kisten sehen alle gleich aus. Gucken wir mal. Selten dämlich. Ja, Ende. Gut, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.